Hoch geht's für die neuen Klöppel. Die Auffahrt in den Domturm beginnt. Die werden mit Seilschwingen befestigt, die mindestens eine Tonne halten. Dann wird es hochgezogen. Oben steht jemand mit einem Funkgerät, der dem Kranwagenfahrer Anweisungen geben kann. Und dann werden die halt oben reingezogen, die Sachen. Das Wetter ist optimal. Ne? Kein Wind, Sonne scheint. Beste Voraussetzungen also für die Arbeiten am Paderborner Dom. Im ersten Schritt heißt es, die Klöppel erst einmal in den Turm zu bekommen. Durch ein kleines Fenster werden sie hineingebracht. Hier geht es um Zentimeterarbeit. Klöppel für Klöppel. Jetzt darf nichts schiefgehen. Du nicht. Timi, du musst loslassen. Stopp! Für die Arbeiter der Firma Herforder Elektromotorenwerke bedeutet das höchste Konzentration und Teamarbeit. Jede Übergabe in der Luft ist aufs Neue eine Herausforderung. Aber ist auch schon Präzisionsarbeit, oder? Ein bisschen, ja. So, dann müsste vielleicht einer hier gerade mit hinkommen irgendwie. Warte! Nochmal? Hup. Geschafft. Okay, perfekt. Die Klöppel sind im Turm. Exakt auf die Glocken angepasst und bereit für ihren Einsatz. Es kommt besonders auf diese Bronzedübel an, weil wir Stahlglocken, Stahlgussglocken haben hier. Das sind praktisch da, ist die Stelle, wo die Glocke bzw. wo der Klöppel anschlägt in der Glocke. Und darauf kommt es an, weil sonst würde die Glocke nicht klingen. Wenn Stahl auf Stahl schlägt, das klingt nicht. Die Glocken, wie vielleicht nur wenige, kennt Dr. Gerhard Best. Der Wallfahrtsleiter in Werl ist auch Glockensachverständiger des Erzbistums. Dass drei der acht Glocken im Hauptturm einen neuen Klöppel bekommen müssen, sei schon länger klar gewesen. Einmal sind alle drei Klöppel seit der Lieferung der Glocken 1951 zu schwer gewesen. Und das zweite Problem, Sie sehen hier oben die Aufhängung, mit der der Klöppel in der Glocke mittig aufgehängt ist. Und diese Aufhängung hat bei den drei Glocken, bei den drei Klöppeln zu viel Spiel, sodass man sie nicht genau mittig installieren kann und sie genau ausgewogen anschlagen. Die Folge? Die Glockenschläge wirkten auf einer Seite lauter und kräftiger als auf der anderen Seite. Für die Gesamtmelodie zu dominant. Der Klöppelaustausch? Eine sehr seltene Arbeit, die jetzt die Marienglocke, Liborius-Glocke und Johannes-Glocke betrifft. Hier wird das sicher, wenn alles gut gelungen ist, über Jahrhunderte dann nicht mehr passieren, sondern dann, das war ja das Ziel der Gesamtrenovierung, unserem Dom ein Geläute zu geben, das die Jahrhunderte wieder überdauern wird. Das nächste Ziel der Klöppel ist die Glockenstube. So, denn auf, jo. Per Elektrokran werden die bis zu 250 Kilogramm schweren Stahlkolosse hinaufgezogen. Möglichst nah ran an die jeweilige Glocke. Arbeiten im Turm des Paderborner Domes? Auch für die Glockenexperten um Ulrich Ellersieg kein alltäglicher Job. Erstmal die Größe der Glocken, die Höhe des Turms, die ganzen Gegebenheiten, die ganzen Umstände, die hier so herrschen. Das ist schon eine Aufgabe. Ab das ist 17, also das ist. An der Klöppelgabel befestigt und mit einer großen Schraube verbunden, so sollen die Klöppel jetzt durch ein Loch in der Glocke nach oben an ihren Platz gezogen werden. Per Seilzug geht es Stück für Stück hinauf. Wer hier oben arbeitet, muss schwindelfrei sein. Bei solcher Arbeit kommt es natürlich immer darauf an, wie man zusammenarbeitet mit den Kollegen. Jetzt haben wir hier jetzt ausnahmsweise mal einen ganz, ganz neuen dabei, aber es hat sich gut eingefügt alles. Aber am wichtigsten ist es, dass man wirklich auch vernünftig in Ruhe die Sache angeht und auch vernünftig miteinander kommuniziert. Denn Sicherheit geht vor. Mit vereinten Kräften und ohne große Schwierigkeiten finden Klöppel und Johannes Glocke aber gut zusammen. Jetzt kommt gleich noch drauf an, ob der Bronzedübel auch wirklich an die vorgeschriebene Stelle schlägt. Aber das sehen wir, wenn sie richtig. Ich habe eben schon mal kurz gemessen, es müsste eigentlich passen, aber das kommt dann auch noch drauf an. Hier kommt es auf jeden Millimeter an. Denn die neuen Klöppel sollen ja haargenau zentral liegen. Das passt hundertprozentig.
Jetzt muss man nur gucken, ob der Klöppel in der Mitte hängt, dass ja auch... Ah, 750. Oh, der muss auch noch einen Zentimeter rüber. Aber das kriegen wir ja hin. Ja, wenn man den Job macht und so, vor allen Dingen, wenn man mal so im Urlaub ist und vielleicht auch mal im Ausland ist, was zwar jetzt in letzter Zeit nicht so oft war, aber dann guckt man schon die Kirchtürme, die Zifferblätter an und die Turmuhren und so weiter. Ich bin auch schon mal im Urlaub dann im Glockenturm gewesen, mal so aus Neugier zu gucken. Als die letzte Schraube dann festgezogen ist, der große Moment. Zum ersten Mal erklingt die Johannesglocke mitsamt neuem Klöppel.